Okay. Das Teil habe ich vernichtet. Kann ich jetzt? Hat meine. Ja, was kann ich mit ihm jetzt noch was machen? Hey, Len! Hm? Schau mal, die Erdbeere hier. Gefällt dir nicht diese Phallus? Ich liebe Erdbeere. Check. Lance hat sich eingestanden, dass er auf Penisse steht. Was? Willst du mich? Schau mal, das Poster von Lady Gag. Glaubst du an schwulen Ikonen wie diese? Was gibt es da zu glauben? Natürlich ist sie real. Check. Lance glaubt jetzt an schwulen Ikonen. Was? Was ist denn verkehrt mit dir, Larry? Das freut mich auch. Schau mal, die Puppe. Ist diese Puppe nicht scheußlich? Um Himmels Willen, das sieht ja abartig aus, Larry. Wo hast du die denn bloß aufgetrieben? Check. Lance hat sich eingestanden, dass er Frauenkörper abartig findet. Was? Jetzt reicht es. Warum zeigst du mir diesen Kram? Wegen so oberflächlichen Leuten wie dir wollte ich nicht, dass andere wissen, dass ich schwul bin. Aber ihr geht mir sogar auf die Nerven, wenn ich so tue, als wäre ich hetero. Wenn du es unbedingt hören willst... Ich bin schwul! Und das ist auch gut so. Warte mal, ich habe Dick zurückgewiesen. Ich habe ihm total mies das Herz gebrochen. Dabei will ich ihn doch auch. Du könntest deine Rumnerverei wieder gut machen. Ein wenig zumindest. Keine Sorge, ich verstehe was vom Verkuppeln. Was bei Frauen funktioniert, kann bei dir doch nicht falsch sein. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Wahrscheinlich. Okay, das habe ich gar nicht erwartet, dass ich die Teile dafür schon habe. Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. Und sonst auch, alles klar. So, Lance. Hier ist dein Dick. Hey Dick, gute Nachrichten. Lance ist schwul. Sag bloß. Ich meine, er will wieder mit dir zusammen sein. Wirklich? Ach Larry, so einfach ist das nicht. Als wir uns getrennt haben, hat er mein Geschenk ins Meer geworfen. Ich kann ihm erst verzeihen, wenn er sich entschuldigt und einsieht, dass er Mist gebaut hat. Okay. Was war mit dem Geschenk passiert? Ach, das war am Pier. Lance hat... Bis später. Gut. Also zum Pier, wo ich ja sowieso hin muss. Wegen ihr. Und am Strand an dem Zeug rumwühlen. In dem Zeug rumwühlen. Da. Gut. Da liegt etwas Funkelndes. Ist vielleicht... Ja. Was war das? Ein Ring. Ganz echt, ganz normaler Ehering? Okay. Ja, hi. Hey, da bist du ja. Das hat ja ewig gedauert. Guck mal, neue Bestzeit auf der Uhr. Super! Dann wollen wir mal sehen, ob du ihn hochbekommst. Wir verstehen uns. Ich meine den Hau den Lukas da drüben. Ach so. Dann zeig dem Hau den Lukas mal, wo der Hammer hängt. Klar. Und da kacke ich ab. Lover. Kurz erwarten. Ja, das hatte ich. So lasse ich. Okay, was habe ich? Bleichmittel. Flutschiger Ehering, flutschiger Pömpel. Darf ich das Flutschige nicht nutzen? Ja, flutschig. Mit Gleitgel kenne ich mich eben aus. Und Flutsch. Auch noch Flutsch? Das hilft mir nicht. Hey, da jetzt. Ja, siehst du, flutschig, flutsch, flutsch, flutsch. Ich habe dich unterschätzt. Wie du Kraft und Entspanntheit vereinst, ist wirklich beeindruckend. Vielleicht sollte ich auch mal lockerer an die Sachen herangehen. So, ja. Achtung, Tagesziel in Gefahr. Verdammt! Ich habe die letzte Stunde zu wenig Kalorien verbrannt. Unser Date? Muss warten. Ich muss zurück ins Fitnessstudio und alles aufholen.
Gott, ist sie unentspannt. So, weil ich sowieso da bin. Hier ist... Ring? Das Geschenk war ein... Ja, ich wollte... Aber du weißt ja, wie er... Das Geschenk... Ja, aber du weißt ja, wie er sein kann. Okay. Was? Bis... Gut, dann... Bitte Studio. Hallo, Herr Fuengel. Schwengel. Lancy McLantlance, hier. Dick wollte dir einen... Du hast den Ring... Ja, am Pier. Dick war so romantisch. Und ich hab ihn beleidigt und so sein Geschenk weggeworfen. So, ich hab richtig Scheiße gebaut, Larry. Ich muss mich bei Dick entschuldigen. Aber ich kann ihm nicht einfach so unter die Augen treten. Wir hatten diese romantische Nacht mit einer Flasche Dom Pérignon. Wenn ich wieder so eine Flasche hätte, könnte ich mich bei Dick entschuldigen. Hab ich. Willst du haben? Wo ist er? Da. Yeah. Das ist Dom Pérignon. Dicks und mein Lieblingschampagner. An diesen Fusel habe ich wunderbare Erinnerungen. Da gab es diese romantische Nacht mit Dick am Pier. Ich habe richtig Scheiße gebaut, Larry. Wenn ich nichts tue, verliere ich Dick für immer. Hier. Kannst du mir einen riesigen Gefallen tun, Larry? Ich besorge dir nicht nochmal ekliges Würstchen. Von Orgien habe ich erstmal genug. Nein, du musst eine Hochzeit vorbereiten. Jetzt mache ich dich einen Antrag und dann werden wir direkt heiraten. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich muss es versuchen. Am Pier gibt es diese Hochzeitskapelle. Der Priester ist aber seit einiger Zeit verschwunden. Kannst du ihn vielleicht suchen? Ich schreibe in der Zeit meine Hochzeitsrede. Dann musst du mir aber auch einen Gefallen tun. Klar, was willst du? Wenn ich mich darum kümmere, gibst du mir bei Timber die Höchstpunktzahl? Okay, abgemacht. Ach so, besorge bitte auch noch einen Ring für Dick. Hab ich. Und stelle die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühl. Und erzähle bitte Dick nichts davon. Es soll eine Überraschung sein. Geht klar. Alles klar. So, und du? Puh, ich bin ziemlich ausgepowert. Meine Uhr ist auch leer. Kann ich verstehen, dass die Schnauze voll hat. Was? Wenn du jetzt Pause machst, können wir uns doch näher kennenlernen. Die hängt am Stromnetz. Es läuft auch gerade ein Software-Update. Also drück bitte nicht auf ihr rum. Sonst kommen die Einstellungen durcheinander. Wusstest du, dass der Körper in den ersten 30 Minuten nach einem Training am besten die Nährstoffe wieder aufnehmen kann? Ja. Jedenfalls hat meine Uhr gesagt, dass ich jetzt meinen organischen Proteinshake trinken soll. Kannst du Steven vorne am Eingang vielleicht nach meinem Shake fragen? Klar doch. Shake habe ich. Ich habe einen Becher. Die beiden Sachen funktionieren. Okay, ich habe keinen Shake. Verdammt. Das lässt sich nicht... Okay, Es läuft gerade... Kann ich nicht aufnehmen. Muss ich also erst nach dem Shake fragen. Hilft nichts. So, hey. Komm hier. Hey! Diana meint? Du meinst ihren Supermix? Der ist alle. Hab ich selbst gebraucht für meinen Buddy. Und der besteht auf organischen Zutaten. Und die wachsen ja nicht auf Bäumen. Wenn du meinst? Was genau brauche ich für diesen Proteinshake? Darin gehört eine frische Gurke, das muffige Vitamin C von Grünkohl und Protein für die Muskeln. Natürlich muss es auf Sojabasis gemischt werden, damit es einen speziellen Geschmack erhält. Aber alles muss in einer starken Zentrifuge geschleudert werden, damit alles gut verrührt ist. Okay, dann weiß ich Bescheid. Okay. Protein habe ich, Gurke habe ich. Ich weiß, wo das... Die beiden Sachen funktionieren... Okay. Das lässt sich nicht... Das Ganze mit abgelaufener Sojamilch. Das lässt sich nicht... Auf Sojabasis. Das hilft mir nicht. Okay, das muss ich bestimmt in der Dingstrommel machen. In der Brauereitrommel. Okay. Bedeutet, gehe ich jetzt erst zum Pier oder gehe ich erst zu Lefties?
Ich gehe erst zu Lefties. So. Okay. Auf Sojabasis. Eine Sojabasis für den speziellen Geschmack. Ist das eklig? Eine Gurke. Die Öffnung ist zu eng. Das passt nicht rein. Oh, Flack. War nur Spaß. Kann sagen. Warum soll das nicht passen? Proteinpulver? Nee, Proteinpulver? Proteine für die Muskeln. Schon, jetzt brauche ich noch einen Grünkohl. Ja, Blumen. Geht das auch? Das ist keine gute. Okay, nein. Leichmittel. Also der Grünkohl fehlt mir. Da gehe ich jetzt erst zu... warte, wo war das? Hier, da war die Kapelle. Hier soll ich die Flasche kalt stellen. Das hält die Flasche schön kühl. Mhm. Die Tür im Al- Kerzen habe ich nicht zum da reinstecken. Einen Ring habe ich. Besser nicht. Ich denke, dass... Okay. Er hat eine Her... Der steht gut. Ich weiß, Pi. Sei still. Okay. Was kann ich noch tun? Er ist total durch irgendwie mit der Welt hier. Weißt du, wo der Priester von der Hochzeit... Einen Priester habe ich hier noch nie... Okay. Bis später. Priester hat er noch nie gesehen hier. Hast du, weißt Hallo. Du was? Was gibt's? Weißt du, wo der... Ach, du meinst die Priesterin? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die Priesterin. Bis später. Okay. Priesterin. Durch das Bullauge kann ich in den... Hoffentlich werde ich nie in so ein... Also passiert das noch? Wissen wir ja schon. okay. Priesterin. Priesterin. Das Einzige, wo ich noch Grünkohl wüsste, wäre hier quasi bei ihr hier hinten. Hier, Grünkohl, genau. Das steht nicht auf meinem... Abrechnung über Poonpal abgeschlossen. Ach, ich muss nicht dafür bezahlen. Das wird dir von deinem imaginären Praktikantengehalt abgezogen. Imaginären? Ach, da ist ja auch ein Schweif, ne? Abrechnung über... Ja, alles klar. Ich nehme alles mit. Abrechnung... Jo. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Ach cool, dann habe ich das. Den kann ich bestimmt damit. Ja. Diese Schachfigur hat mich schon die ganze Zeit an irgendwas erinnert. Mhm. Mhm, ich hab's vermutet. Den muss ich noch zum Einhorn verwandeln. Dann kriege ich das hin. Den muss ich anspitzen. Anspitzen. Weiß ich aber nicht, damit ging es nicht. Ich hier noch einen. Damit bin ich vor. Schlasche geht so. Was Schau dich ruhig um. Alles klar. Hat nichts mehr zu sagen. Da weiß ich noch nicht, wie ich den Elchkopf, also mache ich erstmal das andere. Den Grünkohl. Da unten einfügen. Hier war das. Grünkohl. Vitamin C vom Grünkohl. Ich habe keine Ahnung, ob Vitamin C wirklich... Damit bin ich vorerst fertig. Das, ob das da auch drin ist. Jetzt sind alle... Sehr gut. Ui. Den habe ich schon repariert. Okay. Die Brauerei läuft.
Kann ich das jetzt abzapfen? Was hast du da gebraut, Larry? Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eine Art Proteinshake. Darauf stehen doch diese ganzen Hipster. Würdest du mir den Rest vielleicht überlassen? Dann nehme ich das in mein Sortiment auf. Ja, sicher. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich einen Proteinshake für die nette Frau aus dem Fitnessstudio. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Dankeschön. Hier, dein Proteinshake. Ich habe hier deinen Proteinshake. Sehr gut. Ich habe schon 9 Trainingseinheiten hinter mir. Ist auch alles drin? Jede Zutat. Dann mal her damit. Das ist meine einzige Mahlzeit heute. Moment mal, schmecke ich da etwa Gluten? Naja, es kann sein, dass da noch ein paar Spuren von Lefties Bier drin sind. Oh Gott, weißt du, was passiert, wenn meine Uhr die ungesunden Stoffe in meinem Blutbild bemerkt? Ich habe das Gefühl, dass man sehen kann, wie ich altere. Ich muss sofort laufen. Dann wollen wir mal sehen, was sich da verstellen lässt. Natürlich. Was glaubst du, was du da machst? Bist du eifersüchtig, dass ich nicht an dir rumfummel? Ich erinnere die Acker. Bist du etwa eifersüchtig, dass ich nicht an dir rumfummel? Ich fange gleich ganz laut an zu klingeln, wenn du es nicht sagst. Ruhe! Ist ja gut. Ich will nur diese verdammte Uhr zum Schweigen bringen, damit sie nicht dauernd Diana aufscheucht. Diana ist eine totale Geißel der Erwartungshaltung der Gesellschaft geworden und wird von Technologie, die ja eigentlich den Alltag erleichtern sollte, völlig unter Druck gesetzt. Dabei wirkt sie entschlossen, zielstrebig und ist obendrein wunderschön. Warum sollte sie nicht ihr Leben genießen dürfen? Deshalb werde ich jetzt dieses Ding hier manipulieren. Du könntest auch in ihr Trainingsprogramm eintragen, dass sie Sex mit dir haben soll. Pi? Ja? Jetzt verstehe ich zum ersten Mal, warum alle Leute so ein Smartphone haben. Bitte ruiniere den Moment nicht. Larry, ich habe genug. Es war dunkel, ich hatte getrunken. Ich habe deine Uhr nicht angefasst. Was? Egal. Jedenfalls lasse ich mir von dieser Uhr nichts mehr vorschreiben. Die kontrolliert mein gesamtes Leben. Und davon habe ich die Schnauze voll. Ich werde sie ab sofort nur noch benutzen, wofür Uhren erfunden wurden. Um mir die Uhrzeit sagen zu lassen. Aber du hast da später noch einen wichtigen Termin. Vergiss Termine. Wir haben jetzt unser Date. Ich will, dass du mir zeigst, wie man das Leben wieder genießt. Hast du ein Zimmer, in dem wir ungestört sind? Ah, verdammt. Nari, Mist, was sage ich denn jetzt? Ich habe gerade ein anderes Video, was auf die erste Übung. Soll ich es sagen oder nicht? Ich weiß es nicht. Das Zimmer wird gerade renoviert. Ich sag's einfach mal. Kann ich speichern? Ich kann ihn nicht. Oh Mann, ich sag's. Da ist gerade ein anderes Mädchen, das auf die heiße Liebe von Larry Leffer wartet. Was? Sag mir einfach Bescheid, wenn wir ins Zimmer können. Aber halt mich nicht so lange hin. Na klar, dass sie es nicht glaubt. Ach, den gibt's immer noch, den Becher. Okay. Also einen Schweif habe ich. Jetzt muss ich das. Ich muss den immer noch anspitzen. Wie ein Einhorn? Wie krieg ich den angespitzt, verdammt? Das würde es nicht. Die beiden. Das lässt sie. Das würde. Die beiden Sachen funkt. Das lässt. Das hilft. Das lässt sie. Das würde. Die beiden Sachen. Das würde. Wie ein. Die beiden. Das lässt sie. Das hilft. Tja. Also hier kann ich doch bestimmt. Die Melone sieht zwar sehr ähnlich aus. Die beiden Sachen funkt. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen. Okay, geht nicht. Ich hätte gedacht, Löcher machen oder so. Egal. Ich weiß auch noch lieber, wofür ich die Melone brauche. Aber mich nervt das, dass ich nicht weiß, wie ich den Knochen angespitzt kriege. Gibt es da im Keller irgendwas? In dem Keller?